Einen wunderschönen und hallo zu einem neuen Video. Letzte Woche ging es schon ums Cabrio, diese Woche geht es wieder ums Cabrio. Ich möchte euch zeigen, nachdem ich euch letzte Woche erzählt habe, was so ein Cabrio eigentlich kostet, möchte ich euch heute meine Liste präsentieren, was mir gefällt und was mir nicht gefällt an dem Cabrio. Denn ja, nach anderthalb Jahren würde ich sagen und vor allem nach 45.000 Kilometern hat man so einiges entdeckt, was einem gut und was einem schlecht gefällt. Das habe ich über jetzt tatsächlich, mittlerweile sind es Wochen, in der Liste zusammengetragen und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Liebe Leute, viel Spaß bei dem Video. Es geht los mit Punkt 1. Und den habt ihr schon sowohl in den Wörthersee-Videos als auch im Kostenvideo schon betrachten können. Und zwar die Optik des Fahrzeugs. Punkt, ganz großer Punkt für mich. Immer Optik des Fahrzeugs. Und E46 ist an sich sowieso schon zeitlos schöner Youngtimer. Mittlerweile ja, über 20 Jahre alt, das Basismodell. Ne? Wurde natürlich bis in die 2006er Jahre gebaut. Das hier ist jetzt ein Auto aus 2000 und ohne Mist, E46, absolut schön an sich schon. Und an meinem muss man echt sagen, das ist ja jetzt kein M-Paket, ne? Der hat weder vorne noch hinten hat er ein M-Paket und ein Auto ohne Sportpaket immer schwierig. Aber bei dem Cabrio hier, muss ich ganz ehrlich sagen, das geht, ne? Das geht nicht nur, sondern sieht auch ohne M-Paket tatsächlich echt gut aus und deswegen Punkt Nummer 1, der mir gefällt, die Optik. Es geht weiter. Punkt Nummer 2, der Motor. Und damit meine ich nicht den M52 B25 TU, der hier drin ist, der hier verbaut ist. Nein, ich meine, mag jetzt komisch klingen, aber ich mag genau diesen Motor. Exakt genau diesen Motor, meinen Motor. Der hat 175.000 gelaufen, wurde immer top gewartet und normalerweise sind die M52, M54, von denen weiß ich es auf jeden Fall, immer dafür bekannt, ab einem bestimmten Zeitpunkt Öl zu verbrauchen. Ne? Das liegt daran, dass dann die Ölwechselintervalle zu lang waren. Ne? BMW-Herstellerangabe 30.000 Kilometer, macht das nicht. Und das habe ich ja im letzten Video schon erwähnt, alle 30.000 Kilometer und ein 5W30. Auch das macht das bitte nicht. Minimum 5W40, wenn ihr auch mal sportlich fahrt, eher 5W50 da rein. Und das hat dieser Motor immer bekommen. Der Motor hatte immer gutes Öl, hatte immer einen guten Wechselintervall und deswegen ist genau mein Motor, genau dieser hier. Oh fuck, ist der heiß. Genau dieser Motor. Das ist ein positiver Punkt, weil sowas von zuverlässig, standhaft und verbraucht nicht ein Milliliter Öl. Perfekt. Perfekter geht's eigentlich nicht. Deswegen ist das Punkt Nummer 2. Weiter geht's. Der nächste Punkt, der mir sehr, sehr gut gefällt und man mag es kaum glauben, aber es ist der Sound. Man mag es nicht kaum glauben, weil es ein BMW R6 ist. Die hören sich gut an. Also man kann sie dazu bringen, dass sie gut sich anhören. Ist mal Geschmackssache natürlich, ne? Aber was halt wirklich krass ist, ich habe hier den serienmäßigen Auspuff. Einfach nur serienmäßig. Aber was man ganz klar sagen muss, wie ich ja schon mal erzählt hatte, in 2021 war ich in Österreich und in 2022, wie ihr ja gesehen hattet, war ich auch in Österreich am Wörthersee und habe dem Auspuff mal so richtig Kasala gegeben. Und dafür, dass das ein serienmäßiger Auspuff ist, da ist nichts dran gemacht. Jetzt, wo er freigebrannt ist, ist das ein echt guter Sound. Man mag es kaum glauben, aber I fucking like it. Ich würde sagen, ich blende euch was ein und dann geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Der nächste Punkt, und das habt ihr ja schon im letzten Video gesehen, aber ich zeige es euch nochmal, weil es wirklich gut ist. Ne? 175.000, guckt euch diesen Lack an. Guckt euch diesen Lack an.
Der ist hier unten tatsächlich schon ein bisschen schmutzig, weil ich immer ein bisschen was herfahren musste zum Drehort. Aber guckt euch das an. Die Farbe, die Lackqualität. Wie gesagt, der wurde ja aufbereitet. Also habe ich im letzten Video gesagt, der wurde aufbereitet in diesem Jahr. Wurde nochmal versiegelt. Die Versiegelung habe ich immer mit Sprühversiegelung aufrechterhalten. Und dieser Glanz, diese Qualität von dem Lack und das bei dem Alter, 1A. Kann ich definitiv nicht bemängeln, deswegen nächster positiver Punkt. Der nächste positive Punkt ist eigentlich ein komischer Punkt, weil es ist ja ganz offensichtlich, aber der positive Punkt ist, es ist ein Cabrio. Klingt total banal, aber Cabrio fahren ist einfach nur toll. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Stellt euch vor, stellt euch nur dieses Gefühl vor, ne? Ihr kennt die mir fehlen die Worte. Cabrio-Fahrer unter euch, die werden es verstehen. Alle anderen, die noch nie Cabrio gefahren sind, Leute, fahrt einmal Cabrio, leiht es euch aus, fahrt bei irgendwelchen Freunden, Familienmitgliedern und sonst was mit. Völlig egal. Ihr müsst das einfach erlebt haben. Dieses Gefühl, wenn du fährst, auf dem Fahrersitz sitzt und normalerweise hat man ja nur diese Sicht. Und hast du ein Cabrio, hast du plötzlich diese Sicht. Du siehst einfach alles. Du nimmst die Welt ganz, ganz anders nah. Du steigst ein. Es ist als Beispiel, ne, heute wieder 30 Grad. Es ist arschheiß draußen. Du gehst runter oder gehst zu deinem Auto, steigst ein, machst das Dach auf, fährst einfach los und genießt die Sonne, genießt das Wetter, genießt die Luft, die Natur, alles. Das wird alles nochmal viel, 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 viel intensiver in einem Cabrio. Und deswegen ist das der nächste positive Punkt. Es ist ein Cabrio. Ganz einfach. Wir machen weiter. Den nächsten positiven Punkt kann ich euch nur so ein bisschen von der Seite zeigen, weil ich kann euch natürlich nicht jeden mitnehmen und euch zeigen, wie es fährt, nämlich das Fahrwerk. Verbaut ist ein KW Street Comfort. Ein Street Comfort ist quasi ein KW V2 mit angenehmeren Federn drin. Und dieses Fahrwerk, das KW-Fahrwerk, um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich hatte bisher an Gewindefahrwerken, ich hatte im Golf 4 hatte ich einen Low-Tech, im 5er BMW Touring hatte ich einen AP und jetzt im Cabrio das KW Street Comfort. Unfassbar geil. Unfassbar geil. Das macht das Fahrgefühl von diesem Auto. Ich weiß, wie sehr ihr in BMW-Fahrwerke fahren, vor allem alte. Das Geld lohnt sich wirklich mal in die Hand zu nehmen für ein vernünftiges Fahrwerk. Und das Street Comfort ist genau das richtige Fahrwerk für dieses Auto, sage ich euch, wie es ist. Absolut angenehm, absolut sportlich immer noch und die Höhe ist schön. Einfach nur alles toll an diesem Fahrwerk. Muss ich wirklich sagen, kann ich nur empfehlen. Wir machen weiter. Der nächste positive Punkt, und dafür habe ich mich jetzt einfach mal ans Steuer gesetzt, ist nämlich genau das. Wenn du dieses Auto fährst, und das ist einfach hier der BMW-Faktor. BMWs werden gebaut, um gefahren zu werden, vom Fahrer. Dieses Auto ist gebaut, um dir einfach nur Freiheit und Fahrspaß zu geben, ne? Ich blende euch gerne vom Großglockner nochmal ein, wie ich da mit dem Cabrio den Großglockner gefahren bin, ne? Einfach dieses Gefühl, du hast, die Welt gehört quasi dir, ne? Du hast die Welt, du hast das, was du machen möchtest, hast du in der Hand. Du lenkst das Einlenkverhalten, wie das Cockpit aufgebaut ist. Das Cockpit ist aufgebaut wie ein fucking Kampfjet. Alles ist so zu dir geneigt, so alles zum Fahrer geneigt, alles super erreichbar. Ist einfach nur klasse. Und das ist der nächste positive Punkt. Und ganz ehrlich, das will ich nie wieder missen. Es ist einfach ein BMW. Großer positiver Punkt. Es geht weiter. Der nächste positive Punkt, den kann ich euch nur schwer zeigen, den müsst ihr mir einfach glauben leider, aber es ist die Verarbeitungsqualität. Dieses Auto, ne, über 175.000 auf der Uhr. Du kannst hier wackeln an was du willst, ne? Hier knarzt, hier quietscht nicht. Das ist das Lenkradschloss, ist eingerastet, deswegen macht es gerade Knack, aber du kannst hier wackeln, wo du willst. Hier ist alles einfach nur
perfekt verarbeitet. Es ist einfach qualitativ wirklich, wirklich stark. Ein Manko gibt es, aber das nehmen wir dann bei den negativen Punkten mit rein. Ansonsten, und das kenne ich von jedem BMW bisher, den ich besessen habe, ansonsten wirklich qualitativ absolut 1A. Absolut spitze, kann ich nur empfehlen. Weiter geht's. Nächster positiver Punkt, und da gehen Grüße raus an Sira, meinen alten Cutter und Streaming-Kollegen. Wenn du das siehst, sei gegrüßt. Nächster positiver Punkt, ganz, ganz eindeutig, die Verarbeitungsqualität hatten wir gerade. Und durch die Verarbeitungsqualität, die Langlebigkeit. Diese Autos, du kannst die wirklich mit jedem Kilometerstand kaufen. Du kaufst dieses Auto nicht nach Kilometerstand. Diese Autos, einen BMW, einen alten BMW zumindest nicht. Einen alten BMW kaufst du nicht nach Kilometerstand. Da kannst du komplett gepflegt drauf scheißen. Du kaufst ein Auto nach Pflegezustand. Und wenn der Pflegezustand von einem BMW gut ist, dann ist das ein verdammt gutes Auto. Und diese Autos, der hier hat jetzt 175.000, sieht man ihn nicht an. Wurde er gepflegt? Auf jeden Fall. Sowohl von den Vorbesitzern als auch von mir. Wenn der dann weiter gepflegt wird, dann fährt er auch weiter 200, 300, 400, 500, 600, 1000 Kilometer und so weiter und so fort. Man muss natürlich immer alles machen und das kostet auch Geld. Aber wenn du es machst, dann ist das so nachgiebig, so nicht nachgiebig, aber das Auto dankt es dir, indem es einfach immer funktioniert. Langlebigkeit einfach auf einem Stand, das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Mein alter Fünfer, E39 Touring, ein 530D war das, der hatte 414.000 Kilometern. Der erste Motor, die erste Kette, mit der ersten Kette, das funktioniert nicht bei jedem Motor, muss man sagen. Bei denen hier zum Beispiel sind so um die 300.000, sollte man mal überlegen, langsam mal die Kette zu machen, vor allem Lagerschalen dann auch. Aber die laufen und laufen und laufen und laufen. Das geht für alle alten BMWs, wenn die gepflegt sind. Das gilt auch für diesen explizit diesen BMW, der gepflegt ist. Und deswegen nächster positiver Punkt. Wir machen weiter. So, nächster positiver Punkt. Und jetzt wird das Video wird jetzt eine Wendung nehmen. Ihr werdet mich für komplett bescheuert halten. Aber wartet ab. Nächster positiver Punkt. Platz im Kofferraum. Hä? What the fuck? Aber ja, Platz im Kofferraum. Das Verdeck ist jetzt unten, ne? Und ganz ehrlich, dafür, dass es ein Cabrio ist, ne? Dafür, dass das ein Cabrio ist, ist hier verdammt viel Kofferraum, ne? Hier hast du komplett, hier unten hast du komplett. Du hast extrem viel Kofferraum. Ja, an den Seiten kannst du was reintun. Die Seite zum Beispiel ist mit meiner Jacke vollgestopft. Ich pack mein Pflegezeug, schleppe ich immer mit mir. Das hatte ich auch noch im Kofferraum. Das passt alles dort rein. Und wenn das alles nicht reicht, dann kannst du das Verdeck einfahren und hier an der Lasche ziehen und einfach mal drücken. Du kannst einfach an der Lasche ziehen, einfach mal drücken und plötzlich hast du noch viel mehr Kofferraum. Es ist einfach, es klingt absolut bescheuert, weil es ein fucking Cabrio ist. Aber es ist einfach so. Der Platz in diesem Auto im Kofferraum ist verdammt gut. Dafür, dass es ein Cabrio ist. Ich kann mich nicht beschweren. Nächster positiver Punkt. Jetzt, liebe Leute, werde ich den Vogel komplett abschießen. Ihr habt mich vielleicht im letzten Punkt schon für bescheuert gehalten. Jetzt werde ich das Ganze nochmal auf die Spitze treiben. Denn das Cabrio, jetzt no joke, ist das perfekte Auto, um große Gegenstände zu transportieren. Ihr werdet euch jetzt fragen, what? Was quatschst du da, Alter? Aber ey, Leute, ich habe noch nie so bequem Felgen transportiert wie in diesem Auto, weil, ne? Einladen. Einladen, ausladen. Komische Bewegung, ich weiß jetzt, aber ich will euch zeigen, ne? Hier ist nichts. Wenn du Felgen oder große Gegenstände, wenn du einen Schrank transportieren willst, du kannst ihn einfach von hier oben einladen. Fertig. Easy as that. Und zeigt mir bitte das Auto, was das kann. Selbst in meinem Kombi, und ich, das sage ich euch ganz ehrlich, selbst in meinem alten Kombi, den ich vor diesem Auto hatte, selbst in diesem Kombi war es schwieriger, alte, große Sachen
wie zum Beispiel Felgen, zu transportieren. Das ist absolut jetzt haltet ihr mich für absolut bescheuert, aber es ist so. Es wird euch jeder sagen, ey, ein Cabrio ist doch absolut unpraktisch, da passt doch gar nicht rein, aber es ist das Auto wirklich, wo am meisten reinpasst, weil du hast hier oben nichts. Du hast hier gar nichts. Ich kann hier, ne, wenn du das alles richtig vergurtest und so, dann passt da alles rein. Alles, was das Auto, was die Achsen von dem Auto irgendwie tragen kann. Total weird der Punkt, aber es ist ein positiver Punkt, definitiv, den ich sagen muss. Ich hatte niemals Probleme, was ein- oder auszuladen. Aber ja, jetzt geht's zu den negativen Punkten, liebe Leute. Let's go. Erster negativer Punkt, und dafür habe ich jetzt mal das Dach geschlossen, ne? Denn es geht um Folgendes, es geht um die Größe des Innenraums. Also quasi das, was ich als positiven Punkt gesagt habe, die Freiheit, die muss man jetzt wieder revidieren leider, weil wenn das Dach geschlossen ist, dann ist nicht mehr so viel mit Freiheit, muss ich sagen, weil ich setze mich jetzt mal aufrecht hin und zeige euch mal, also ich sitze jetzt in Fahrposition und zeige euch jetzt mal, wie meine Augen gucken auf die Straße. Das ist das, was meine Augen sehen. Das ist genau das, was meine Augen sehen. Und wie ihr seht, ne, mein Sichtbereich nach vorne ist quasi genau das hier. Und dann kommt hier der Spiegel, klar, bisschen mehr eingeschränkt durch die GoPro-Halterung, die ich jetzt aktuell noch montiert habe. Es ist ganz schön eingeschränkt, ne? Und wenn man nach rechts guckt, da ist der Spiegel im Weg, ne? Also quasi was von rechts kommt, was so von rechts vorne kommt, sehe ich gar nicht. Und wenn man hinten guckt, den Schulterblick macht, hier hinten, die C-Säule, man hat natürlich keine B-Säule, ne, im Cabrio, aber die C-Säule ist so monströs, dass du absolut nichts siehst und die Heckscheibe ist auch echt klein. Muss man wirklich sagen, muss ich erwähnen und ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich als nicht so gut ertrachte, ne? Liebe Leute, erster negativer Punkt. Weiter geht's. Zweiter negativer Punkt sieht man hier in der Mittelkonsole am besten, und zwar das ist der Soft-Touch-Lack. Das ist jetzt bei mir noch relativ gut im Zustand, ne? Siehe hier, das sind Teile mit Soft-Touch-Lack, also das Fach und das hier unten. Das sind Teile mit Soft-Touch-Lack und die sind bei mir noch ganz gut in Schuss, ne? Aber wenn man mal hier hingeht zur Mittelkonsole, beim Handbremsgriff, das wurde nämlich nicht neu gemacht. Die beiden Fächer und der Getränkehalter, die wurden neu gemacht, aber das hier wurde nicht neu gemacht und man sieht es sofort. Das ist der Soft-Touch-Lack. Beim E39 hat man den nicht verwendet, was ja so ziemlich dieselbe Baugeneration ist. Beim E39 hat man das nicht verwendet und dementsprechend sieht das beim E39 auch immer schön aus. Es ist so ein sehr hochwertiger Kunststoff beim E39 und beim E46 hat man sich dafür entschieden, das als Soft-Touch-Lack zu machen, ne? Ist jetzt nicht das Allergeilste, ne? Weil irgendwann ist es halt so abgegriffen und muss dann neu. Und wenn es neu muss, ist es halt relativ teuer. Da sind wir gleich beim nächsten negativen Punkt. Denn manche Teile bei BMW, alter Vater, das kannst du nicht vorstellen, ne? Die Teile hier, ich glaube jeweils 50 Euro. Oder ich wollte mal die Kennzeichenleuchte jetzt vor kurzem machen, weil die bei mir kaputt war, beziehungsweise relativ bleich schon. Kennzeichenleuchte, pass auf, man kann die nicht extra kaufen. Man muss die Kennzeichenleuchte, man muss die ganze Griffleiste tauschen. Die ist dann unlackiert. Sprich, man hat eine unlackierte Griffleiste, die du dann neu kaufst, damit du neue Kennzeichenleuchten hast. Ja, und das kostet dann eben 140 Euro. 140 Euro grundiert, ne? Man muss es dann immer noch lackieren. Also sind wir dann locker bei 200 Euro, nur für eine neue Griffleiste, bloß damit deine Kennzeichenbeleuchtung wieder geht. Ist schon ganz schön teuer, muss man echt sagen. Ja, das sind die nächsten negativen Punkte. Nächster negativer Punkt, es geht um das Lenkrad. Und es ist etwas, was ich euch jetzt so gerade mit GoPro sehr schlecht zeigen kann. Aber es gibt viele, viele, viele andere Leute auf YouTube, die es ja schon gezeigt und bewiesen haben. Das Lenkrad vom E46 ist einfach schief. Keiner weiß warum. Es ist da vorne genug Platz gewesen, schon immer. Aber das Lenkrad ist einfach schief verbaut. Die Position von meinem Sitz ist in Position zu meinem Lenkrad schief. Diese Seite ist weiter vorne als diese. Also das Lenkrad steht quasi nicht so, sondern so hier. Also, hä? BMW, was ist da los gewesen? Kann mir bis heute keiner beantworten, warum das so ist, ne? Niemand weiß es, viele andere haben es schon bewiesen. Wie gesagt, mit GoPro ist es jetzt echt schlecht, euch das zu zeigen, aber es ist ein Fakt, das Lenkrad ist einfach schief
im Vergleich zur Sitzposition. Total bescheuert. Aber naja, was will man machen? Nächster negativer Punkt befindet sich weiterhin im Innenraum und das ist der fehlende Knopf vom PDC. Ich weiß nicht warum, aber beim E39 war hier unten ein PDC-Knopf. Und ich habe originales PDC. Aber diese Taste hier ist für die Sitzheizung. Die beiden Tasten hier sind für das Dach. Und die Taste hier ist für das Stabilitätsprogramm. Also wo zur Hölle ist mein PDC-Knopf? Es gibt einfach keinen. Und wenn ich jetzt rückwärts fahre und das PDC ist kaputt und es piept, irgendein Sender sieht die ganze Zeit etwas, obwohl da irgendwie nichts ist, dann piept das die ganze Zeit und du kannst es nicht ausschalten. In jedem anderen Auto ist das irgendwie, aber im E46 hat sich BMW gedacht, nö. Selbst mit originalen PDC, Leute, ihr kriegt keinen PDC-Knopf. Falls es irgendwo in irgendeinem E46 drin ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare und belehrt mich eines Besseren. Aber das, was ich jetzt bisher gesehen habe, ist, dass jeder E46 mit PDC keinen PDC-Knopf hat. Und ich weiß nicht, warum. Frage an die Ingenieure bei BMW. Aber naja, ändern kann man es eh nicht. Nächster negativer Punkt. Nächster negativer Punkt befindet sich wieder außen am Fahrzeug. Und es geht um die Bremsen. Ihr habt es in meinem Wörthersee-Video zum Großglockner schon mal gesehen. Ne? Ich habe beim Großglockner sind meine Bremsen zu warm geworden und sind schon relativ glasig dann unten gewesen. Ne? Und das ist mit allen vier passiert. Und da verstehe ich nicht, das liegt aber nicht an BMW. Es liegt an Deutschland, das ist immer so. Wenn du ein Auto, je mehr Leistung dein Auto hat, desto größer die Bremsen. Aber Leute, also ich verstehe nicht ganz die Bremsen. Klar, es hat auch was mit der Endgeschwindigkeit zu tun. Ne? Je höher die Endgeschwindigkeit, desto mehr Bremsleistung brauchst du, damit du von der hohen Geschwindigkeit runterkommst. Aber ein Beispiel von Marvin. Marvins Dreier kennt ihr ja, E46 Coupé. Ist ein 330i. Der hat größere Bremsen verbaut als dieses Auto. Aber sein Auto, das 330 Coupé, wiegt 100 Kilogramm weniger. 100 Kilogramm weniger, hat aber größere Bremsen verbaut und bremst dementsprechend auch viel, viel besser. Und für Bergpässe sind die Bremsen für dieses Auto mit 1650 Kilo, was das Auto wiegt, mit allem drum und dran, ohne Tank vor allem, muss man noch dazu sagen, der Tankinhalt kommt dann noch dazu. 1650 Kilogramm sind die Bremsen, die es verbaut hat, serienmäßig zu klein. Und warum? Das liegt am deutschen Gesetzgeber. Wie gesagt, ne? Je mehr Leistung ein Auto hat, desto größer müssen die Bremsen sein. Und das macht ja an sich auch Sinn. Weil es muss, wie soll ich sagen, muss auch irgendwie so ein ausgeglichenes, muss irgendwie so ein Ausgleich doch sein zwischen Leistung und Gewicht. Weil, ne, wie gesagt, das ist logisch, je mehr Leistung, desto schneller wird das Auto, desto mehr Bremsleistung musst du von einer hohen Geschwindigkeit runter haben. Verstehe ich. Aber warum kann ein schweres Auto keine guten Bremsen haben? Oder warum muss ein schweres Auto keine guten Bremsen haben? Und das hier ist ein schweres Auto, dadurch, dass es ein Cabrio ist. Es wiegt 100 Kilo mehr als das Coupé. Aber dadurch, dass es ein 323i ist und weniger Leistung hat, serienmäßig, hat es die kleineren Bremsen. Und für das Fahrzeuggewicht zu klein. Muss man leider sagen. Nächster negativer Punkt. Der nächste negative Punkt bezieht sich auf das Automatikgetriebe. Und ich sag mal so, ein Cabrio mit Automatikgetriebe ist absolut in Ordnung. Ne? Vor allem gerade, wenn es kein M-Paket hat. Ne? Das ist ein Cruiser-Auto, da setzt du rein, dich an einem Sonntagnachmittag, ne? Setzt dich rein und cruist durch die Gegend. Ne? Keine großen Erwartungen, muss niemanden jagen oder so. Und gerade, ja, auch weil durch das fehlende Dach auch nochmal Verwindungssteifigkeit und so fehlt, muss ich sagen, ist das schon in Ordnung fürs Cabrio. Aber dieses Cabrio hat eine Getriebeübersetzung, was ich nicht verstehen kann. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Bauformen ist, ob das beim Coupé genauso ist mit einem Automatikgetriebe. Ich hoffe nicht, weil ich kann euch ja mal einblenden. Einmal die Getriebeübersetzung von einem Handschalter und die Getriebeübersetzung von einem Automatikgetriebe. Und ich kann euch so viel sagen, das Automatikgetriebe oder generell Getriebe, je kleiner die Zahl ist für den jeweiligen Gang, desto länger ist der Gang übersetzt. Was aber quasi die Auswirkung hat, sagen wir es so, die Auswirkung ist, dass ich als Beispiel 70 km/h fahre mit dem Auto und auf 100 beschleunigen will.
Aber weil das Automatikgetriebe, weil das Auto denkt, Mensch, hier mit der Gaspedalstellung möchte Martin jetzt schneller auf 100. Und das möchte ich auch, sage ich euch ganz klar. Das möchte ich auch in dem Moment. Das Auto macht da an sich nichts falsch, aber es ist falsch gebaut. Denn das Getriebe sagt dann, ja, im fünften Gang reicht die Leistung nicht, reicht die Übersetzung nicht, um schnell auf 100 zu kommen. Also schalten wir vom fünften in den vierten, beschleunigen die 30 km/h auf 100 und schalten dann wieder in den fünften. Und das macht er jedes Mal. Und Gang, und Gang, und Gang, und Gang, und Gang. In jeder Beschleunigungsphase. Ist wirklich ein bisschen nervig. Ist wirklich stark nervig, muss ich echt sagen. Automatikgetriebe kann ich... Also, wie gesagt, für so einen Sondercruiser ist es in Ordnung. Aber irgendwann geht es dir echt auf den Sack, ne? Muss man echt sagen. Und ja, das war's der negative Punkt in Bezug aufs Getriebe. Weiter geht's. Der letzte negative Punkt ist tatsächlich ein Punkt. So doof das klingt, aber es ist ein Punkt, für den das Auto nichts kann. Das Auto... Ich kann euch sagen, das steht nämlich, außer für die beiden Videos, die ich jetzt für euch gedreht habe, das, was ich mag, was ich nicht mag, was ihr jetzt seht, und das Kostenvideo, außer der beiden Videos steht das Auto seit zweieinhalb Wochen, steht das Auto nur noch in der Garage. Und warum ist das so? Wie gesagt, es ist nicht die Schuld vom Auto, sondern meine Schuld. Denn ich bin Starkallergiker und habe jetzt dieses Jahr, ausgerechnet dieses Jahr, sind meine Gräser- und Pollenallergien so schlimm geworden, dass ich einfach nicht mehr mit offenem Verdeck fahren kann. Das hat sich schon, wie ihr vielleicht mitbekommen, in Österreich hat das schon angefangen. In Österreich die letzten Tage konnte ich das Verdeck nicht mal mehr öffnen. Es ging einfach nicht. Und auch allein, wie ich jetzt die beiden Videos für euch gedreht habe, ich hatte richtig Probleme, richtig zu tun, nachdem ich dann eine Stunde draußen gestanden habe mit meiner Allergie. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt wieder hier zu Hause bin, vor meiner Garage stehe und gleich rein kann. Ne? Das ist total scheiße und so. Und das Auto kann nichts dafür. Aber das ist ein großer negativer Punkt für mich persönlich. Ja, was soll ich sagen? Das war's mit den großen, was ich mag, was ich nicht mag. Eins muss ich aber noch ergänzen. Wie ihr vielleicht gemerkt habt und so, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, die ganzen positiven Punkte waren schon extrem starke positive Punkte. Ne? Das sind positive Punkte, die sich aufs ganze Fahrzeug beziehen. Und was ich nicht mag, musste ich mir so ein bisschen aus der Nase ziehen. Ne? So ein bisschen, so ein klein bisschen, ein kleines bisschen musste ich mich anstrengen, ne? Was zu finden. Und deswegen würde ich behaupten, hauen wir jetzt auf die positiven Punkte. Einfach mal genau die Anzahl der positiven Punkte, die wir haben. Einfach nochmal das Doppelte oben drauf. Weil diese Punkte sehr, sehr stark waren, wisst ihr? Und die negativen Punkte sind so kleine Punkte, kleine, die ich mir aus der Nase ziehen musste, so persönliche Punkte, ne? Wie der Allergie. Ja, und Fazit, es ist ein verdammt, verdammt, verdammt gutes Auto. Nur halt leider nicht mehr für mich. Und deswegen muss der weg. Aber wie ihr mich vielleicht kennt, ich bin ein riesen, riesen Autofan. Ohne Auto kann ich nicht. Deswegen gibt es vielleicht schon Ersatz. Aber, pssst, davon wisst ihr noch nichts. Wobei, einen kleinen Teaser kriegt ihr. Mehr gibt's aber auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, teilt das Video und abonniert. Lasst einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und danke fürs Zusehen, Leute. Bis dahin, ciao, ciao. Go, 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 go.